Hallo Leute und willkommen zu einer Premium-Panzerbewertung von mir, euren Dr. Scamp in Zusammenarbeit mit Debug. Heute haben wir für euch den Tier 6 Premium Scout der Chinesen, den Type 64. Und wie gewohnt starten wir mit der Crew. Dieser Panzer besitzt eine 5-Mann-Crew und eignet sich gut, um die Besatzung für den WZ-132-1-Reihe zu trainieren. Wenn wir uns einmal die Feuerkraft anschauen, dann sehen wir, dass der Panzer eine sehr schnell schießende Kanone hat, die bei mir eine Nachladezeit von 2,75 Sekunden hat. Diese variiert je nach Ausrüstung und Crew. Die Kanone hat bei der schnellen Nachladezeit einen Durchschnittsschaden von 115 und besitzt auf der Standardmunition AP einen Durchschlag von 128, was sehr gut ist, und auf der leistungsgesteigerten Munition einen Durchschlag von 177. Ein weiteres Merkmal der Kanone sind die minus 10 Grad Rechtwinkel nach unten, die dem Panzer erlauben, auch auf unebener Gegend problemlos Schaden zu verursachen. Wenn wir uns die Überlebensfähigkeit anschauen, dann sehen wir, dass es ein Panzer ist, der sehr wenig Panzerung besitzt, was für leichte Panzer üblich ist. Die Beweglichkeit des Fahrzeugs ist dagegen auf einem sehr hohen Niveau. Er besitzt eine gute Beschleunigung und erreicht so sehr zügig seine 72 km/h Topspeed. Wenn wir uns die Tarnung anschauen, dann sehen wir hier eine Besonderheit, die nur leichte Panzer besitzen. Die Tarnung sowohl im Stehen als auch in der Bewegung ist gleich. Wie gut euer Fahrzeug getarnt ist, hängt davon ab, ob ihr den Skill-Tarnung auf der Crew besitzt und von eurem Equipment. Der Tarnwert wird euch aber nicht enttäuschen. Der wohl für viele Scout-Fahrer wichtigste Wert, Sichtweite, ist bei diesem Fahrzeug mehr als nur gut. Er besitzt eine Basissichtweite von 390 Meter und ist somit auf Platz 1 auf seiner Tierstufe in diesem Bereich. Kommen wir nun zu der Ausrüstung des Panzers. Wenn man die Feldausrüstung auf diesem Fahrzeug ausgebaut hat, kann man zwei Ausrüstungssetups benutzen. Hier eignet es sich sehr gut, ein Setup zum Spotten und eins für den Schaden zu machen und diese je nach Karte zu variieren. Für den Scout-Setup eignen sich Equipment wie zum Beispiel die Optik und das Abgassystem, aber auch andere. Für das Damage-Setup dagegen der Ansetzer, der Stabilisator, die Zielführung oder aber auch die verbesserte Drehmechanismus und der Waffenrichtantrieb. Wie bei allen Panzern muss man das Equipment nach seiner Spielweise anpassen, ebenso gilt das auch für die Feldausrüstung. Diese ist dafür da, um den Panzer zu personalisieren, und auch hier sollte jeder für sich entscheiden, was er benutzen möchte und ob er es überhaupt benutzen möchte. Ich blende euch aber ein, welche Feldausrüstung ich für meinen Spielstil benutze. Die Verbrauchsmaterialien für das Fahrzeug sind wie immer der Erste-Hilfe-Kasten und die Ersatzteilkiste. Beim dritten Slot kann man sich aussuchen, ob man mit Ration fährt oder mit Feuerlöscher. Diese Entscheidung liegt ganz bei euch und sollte je nach Crew und Erfahrung erfolgen. Wer sich jetzt aber noch fragt, welche Munitionsverteilung er nehmen sollte, kann durch die Feldausrüstung zwei Setups machen, eins mit mehr Standardmunition und eins mit mehr leistungsgesteigerter Munition. Sowohl die Standard- als auch die leistungsgesteigerte sind gut und bieten eine gute Möglichkeit, den Gegner die HP-Punkte zu klauen. Als Fazit kann ich nur sagen, dass dieser Light ein wirklich guter Scout ist, der aber Erfahrung in dem Spiel braucht, wie alle Scouts. Wer die Karte kennt und die Mechaniken zum Aufklären beherrscht, wird mit diesem Fahrzeug sehr viel Spaß haben. Aber auch als Schadenmaschine ist er nicht zu unterschätzen und bringt oft seine Gegner in die Garage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Panzer findet und welchen Premium wir als nächstes für euch anschauen sollten. Euer Dr. Scamp und Debug. Ciao, ciao.